Gut. Wie habt ihr Garcia in die Flucht geschlagen? Das kann dir besser unser Kanonier Marcos erzählen. Es ist schließlich sein Verdienst. Ich suche einen Piraten namens Harlock. Harlock? Nie gehört. Aber ich habe vor kurzem einen Indio gesehen, der sich ebenfalls über Piraten beschwert hat. Er war am Anfang des Dschungels zu finden, wenn du weiter ins Inland gehst. Werd mich mal umsehen. Gut, unterrichten kann er uns natürlich nicht, also jedenfalls nicht so effektiv. Deswegen uns das hier nicht wirklich von Diensten sein wird. Ein Vorratsfass. Ah, direkt auch eine Quest dabei. Und hoffentlich können wir auch diese Viecher hier ordentlich looten. Da es dann für uns bedeutet, dass wir weniger Gegenstände für das, für das Voodoo-Zeug brauchen. So, hier die ganzen Vorräte, die ganzen Feder und die Muscheln und hier wieder der Feuervogel. Das ganze Zeug ist natürlich hier. Viele Trümmer, aber auch Treibgut. Wir sollten alles mitnehmen, was hier rumliegt. So hatte ich mir das eigentlich... Moment mal. Was habe ich denn hier gerade gesehen? Hab ich's doch richtig gesehen, dass hier irgendwas ist. Ey, ich habe gerade schon gedacht, was ist denn das für ein kleiner Vorsprung? Hopp. Kommt die Chani auch hinterher? Ja, die hat zwar nicht so viel Kraft, aber... Das geht schon irgendwie. Was wird uns erwarten? Freunde, was wird uns erwarten? Eine bösartige Kreatur? Ein Monster? Oder einfach nur nichts? Oder... Das ist jetzt ja aber nicht alles, oder? Oh, Moment mal, kann man hier runter? Da kann man runter. Ich spring hier mal runter. Ich bin gerade nicht so offensichtlich, dass es hier irgendwas zu finden gibt. Glaube ich nicht. Halt der übliche Kleinkram, den man hier finden kann. Und wahrscheinlich gibt es hier gleich das Nonplusultra-Schwert mit 500 Schaden. Oder hier eine weitere kleine Küste mit ordentlich Kräutern. Oder wahrscheinlich hier gleich wieder dieser fiesen großen Krabben. Hier ist auch wieder so ein geteilter Weg. Ich gehe erstmal links. Weil links sieht mir irgendwie offensichtlicher aus. So, wenn das da weitergehen sollte zum großen Dschungel, dann lasse ich das erstmal. Hier steht ein Kreuz. Wer ist denn hier gestorben? Keiner. Also, ne? Rainer ist hier gestorben. Das war auch nur reiner Zufall von dem. Und... Ah, so. Und so. Und so. Ah, ich verstehe. Dann so. 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 Okay. Das ist doch schon offensichtlich, wie es gehen muss. Ja. Schwertgriff vom Königsschwert. Verdammt. Und ein weiterer Gegenstand, den wir finden oder zusammensetzen können. Das ist ja lustig. Wie viele Dinger werden wir hier zusammensetzen können? Gefühlte 50 wahrscheinlich. So, oder ist das hier ein kleiner Weg? Ich zieh mal lieber das Schwert. Oder? Ich weiß nicht. Gerade eben habe ich es zwar schon gezogen, aber... Ich weiß nicht. Dann laufen wir einfach mal wieder zurück. Ich kann mir... Das ist das... Oder ist es das wirklich schon gewesen? Ich kann mir das nämlich ehrlich gesagt nicht so vorstellen, dass das schon alles war. Oder wir sollten das wirklich nur finden, das einmal, das Teil. Kann natürlich auch gut sein. Hier dann mal einfach runter.
Und erkundschaften wir einfach mal das weitere Landesinnere. Ja. Hier ist ein Tempel oder eine Tempelanlage, eher gesagt. Chani kommt auch gerade eben noch hinterher. Also da oben sehe ich die ersten Viecher. Sprechen tun wir mit den Leuten erstmal nicht. Moment. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was du jetzt genau vorhast. Wir suchen Corrientes Expeditionstrupp. Expedition? Nennt die Inquisition ihre Raubzüge jetzt so? Warum willst du sie unbedingt finden? Garcia ist doch viel wichtiger. Geduld, Chani. Garcia ist Corrientes auf den Fersen. Finden wir Corrientes, finden wir auch Garcia. Ein Räuber jagt einen Verbrecher. Ich bin dafür, wir töten sie beide. Kennst du dich hier aus? Und hier stirbt niemand ohne meinen Befehl, ist das klar? Nehmen wir das Erste. Kennst du dich hier aus? Nein, aber ich kann die Spuren lesen, die deine Freunde hinterlassen haben. Corrientes rennt mit seinen Leuten durchs Unterholz wie eine Herde Rinder. Es ist leicht für mich, sie zu finden. Ich werde helfen, wenn ich kann. Sehr schön, aber erstmal wollen wir natürlich hier die Gegner auseinandernehmen. Und mit unserem neuen Schwert, dem Weltpanzer. Man sieht es, glaube ich, vom Schaden her schon, dass das recht üppig ist, was man hier gerade austeilt. Und da oben sind die Wilden, so wie es aussieht. Nett oder Gegner oder Habib. Die Expedition ist hier durchgekommen. Doch waren sie sich nicht einig. Viele Gefahren in diesem Dschungel. Was schlägst du vor? Was schlägst du vor? Viele Fragen, nur wenige Antworten hier. Wir müssen weiter. Die Spuren sagen, sie haben sich aufgeteilt. Einige von ihnen sind hinauf Richtung Osten. Keine gute Idee. Die anderen gingen weiter nach Süden. Was ist da oben den Weg rauf? Was ist da oben den Weg rauf? Ich rieche Gefahr. Wilde Tiere. Große Tiere. Sag ich doch, Donkey Kong. Was ist im Westen? Kann ich nicht sehen. Keine Spur führt nach Westen. Keine gute Idee. Wir gehen weiter. Gute Idee. Gut. Süden. Ich gehe einfach mal nach Osten. Den Habib lassen wir jetzt auch erstmal stehen. Hier gehen eher weniger Fußspuren hin. Das heißt... Oh, hier sind ja schon Affen. Ich sag's euch, Leute, wir werden Donkey Kong finden. Den Riesenaffen, der uns dann wahrscheinlich kalt machen wird. Oder es versucht jedenfalls. Da haben wir noch Mr. Panther. Mr. Lava Lava. Na komm, komm her, du Panthervieh. So. Na komm her. Na, der Panther hält noch ordentlich was aus. So. Ja, hier sind schon welche gestorben. Ich sag mal so, abgenippelt. So. Ist eine Leiche, also kann man nichts mehr klicken dran. Nee, lässt sich nichts klicken. Wir bewegen uns einfach mal weiter. Vorsichtig in den Südosten. Eine Kiste, die teilweise schwebt. Ja, seems legit. So, eine Truhe mit ordentlich schwerer Kombi. Blutdorn, Kugel, Goldbrocken. Naja, ist jetzt nicht die große Ausbeute, aber ein bisschen was. Dann pflanzen wir uns das Zeug hier nochmal an. Und wie kann man zu zweit gegen den Panther verlieren? Da muss man aber wirklich schon richtiger Noob sein als NPC. So, speichern wir mal. Das unten sieht mir nämlich böse aus hier. Boshafter. Ah, da unten sehen wir die ersten Gargoyles. Dann möchte ich hier erstmal... Okay, darunter geht das nicht. Wir bewegen uns dann aber mal hier außen rum, um dann wieder zu Habib zurückzukehren und dann nach unten zu gehen.
Habib. Hm. Der Name ist mir eigentlich überhaupt nicht geläufig. Was ist denn das eigentlich nationalitätsmäßig, Habib? Kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da oben geht's schon wieder. Leute, ich muss da mal kurz hoch. Da ist wahrscheinlich irgendwas. Ein Epic oder was weiß ich. Eine Waffe mit 1500 Schaden pro Schlag. Wo wir den Endboss Mara wahrscheinlich one-hitten. Und die ist dann natürlich hier also professionell versteckt. So, komm. Hüpf hier mal hoch. Genau, keine... Nicht rumzicken. Nein, nicht nein. Ich dachte schon, wir fallen da runter. Was ist das denn Schönes hier? Ein Scharfblick. Ja, solange das Vieh mäht, ist das nicht schlecht. Ha, ha, ha. Oh, die Dinger werden immer schlechter. So, dann mal. Wupp. Nein, jetzt. Hopp. In Richtung unseres eigenen Untergangs, wenn wir hier abrutschen und uns die kleinen Zeh ab anbrechen. Eine Kiste. Nur eine Kiste. Wow. Das hat sich ja richtig gelohnt. Auf jeden Fall, da kann ich meiner Mutter ein Geburtstagsgeschenk von kaufen. Oder der meiner Tante Gertrud, die hier da noch schön immer im Wald rumläuft. Davon kann ich dann ein schönes Geschenk kaufen. Neuen Rasenmäher für ihre Achselhaare. Jedenfalls der Tante Gertrud. Dann mal hier runter. Ja, dann müssen wir hier weiter runter. Genau. Habib macht hier auch irgendwelche gerade so eine Matrix-Moves. Sucht wahrscheinlich Spuren, so wie es aussieht. So, Oleander. Wobei ich sagen würde, dass diese Gegend hier bedrohlicher ist als die andere. Die andere war eher so ein... Ja, man kann hingehen, wenn man möchte. Muss man aber nicht. So, komm. Eins, zwei, drei. Und den Loot, den wir hier kriegen, ist natürlich auch nicht zu verachten. Von dem ganzen Zeug können wir uns wahrscheinlich Talismänner herstellen. Oder Talismane, Talismans. Was ist die Mehrzahl? Talismänner müsste das sein. Hoffen wir es mal jedenfalls. Zack, und einfach mal wegputzen hier. Ach, das sind ja unsere Freunde hier. Die netten Sandteufel. Wie in der einen Folge, wo ich euch alle zum Teufel geschickt habe. Oh, komm. Und Treffer. Nein. So. Sie waren auf der Jagd. Hier haben sie ein Tier erlegt und es den Berg hinauf nach Südwesten verschleppt. Woher die das alles weiß, ist ja schon echt professionell. Da haben wir wieder Gargoyles. Hier sind wohl ordentlich Leute abgenippelt. Gestorben, zerhackt worden. Haben die wahrscheinlich die Gargoyles am Sushi gebraucht, deswegen haben die sich mal hier ein bisschen was auseinandergezogen. So, der Schlag war wahrscheinlich etwas stärker. Provozierender Proviant. So, hauen wir die ganzen Kackviecher hier mal weg. Und den Kackvogel hier auch noch. So. Wir müssen natürlich auch immer mal treffen. So, weggeputzt. Nachanjas hat die gesagt, oder? Nachanjas? Weiß gar nicht. Und hier haben wir weitere Eier, die wir mitnehmen müssen. Gut, es gibt zwei Lager dann hier. In dem anderen müsste dann auch noch mal drei Eier rumliegen. Und diese Eier müssen wir natürlich irgendwie holen, um Eldrick zufriedenzustellen. Schwertklinge, Sturmwind. Somit haben wir... eine Klinge zusammen. Eine Klinge, die wir so in diesem Umfang nicht brauchen werden, weil sie keinen Schaden fährt. Und zwar wirklich keinen. Bis 65 Schaden fährt das. Während unsere Waffe im derzeitigen Verlauf hier schon unglaubliche 60 bis 100 braucht oder austeilen kann. So, Schwertdorn, rein damit, Scharfblick. Naja, kann man auch nehmen. Bin ich aber jetzt im Endeffekt nicht so überzeugt von. Naja, jedem das seine, wa? So, da hinten haben wir wieder eine affige Sache.
Ein Affen? Los, wo ist Gorilla? Wo ist Affe? Böse Blaukralle. Kralle und 10 kriegen wir hier. Und hier haben wir die Karte. Hier ist der, hier ist auch der Feuertempel. Das heißt, wir können hier durch und wahrscheinlich dann hier irgendwie mit einer Höhle durch. Oder? Naja, wir sind mal gespannt. Mal sehen, was bei dieser ganzen Abenteuerexpedition herauskommt. Wir haben natürlich auch noch ein Äffchen, fällt mir mal ein. Das Äffchen können wir natürlich auch für verschiedene Sachen benutzen. Und oben ist ein Feuer gewesen. Speichern wir mal. Sind das unsere Freunde? Oder? Nein. Hier hat Corrientes sein Lager aufgeschlagen. Sie sind noch nicht so lange weg. Die Spuren sind noch sehr frisch. Gut, dann braten wir uns das Ganze mal hier zusammen. Für den Proviant, den wir noch haben werden oder brauchen. Eine große Kiste, nicht abgeschlossen. Gok, also alles wieder Zeug, das hier nicht zu gebrauchen ist, würde ich mal sagen. Also für mich jetzt in dem Fakt jetzt nicht. Wie das bei euch ist, weiß ich nicht.